Die werden Augen machen bei der Erfindermesse, Pferd. Mit meinem neuen Findus 3000 findest du immer den Weg. Und vor allem immer den schnellsten. Supi-Wolle, ich hab auch was erfunden. Guck mal, ein vierscheibiges Sandwich mit Möhre, Salat, Tomate, Käse und Möhre. Sehr gut, Pferd. Ja, so, und jetzt zu dir. Was ist das denn? Wo kommen denn die ganzen Seifenblasen her? Keine Ahnung, die waren auf einmal da. Hier sind ja noch mehr. Moment mal, das ist doch Günni. Günni? Hallo? Oh, Günni, du bist das. Ja, gut, was? Sie sehen toll aus. Ja, und so groß. Ich habe auch lange dafür geübt, mit meinem Blubberfix-Spezial. Ach, supi. Ja, aber jetzt müssen wir los, Pferd. Und wo wollt ihr hin? Zur Erfindermesse. Da gibt es immer viele neue Sachen zu entdecken. Interessant. Vielleicht gibt's da ja auch Neuheiten für Bad und Toilette. Ja, schon möglich. Sagt mal, würdet ihr mich vielleicht mitnehmen? Ja klar, warum nicht? Toll, dann komme ich auch mal wieder raus hier. Ich hol schon mal den Anhänger. Und wisst ihr was? Mein Blubberfix nehme ich auch mit. Seifenblasen an der frischen Luft zu machen, ist bestimmt noch schöner. So, jetzt können wir den Findus 3000 gleich mal ausprobieren. Zielort Messehallen. Und ich kann jetzt gleich mal mein schönes neues Sandwich ausprobieren. Ja. Zielort erfasst. Messehallen. Fahren Sie an der nächsten Kreuzung rechts. Siehst du, Pferd? Es funktioniert. Jo. Na dann los. Jetzt rechts abbiegen. Rechts ab. Folgen Sie dem Straßenverlauf 500 Meter. Jetzt weiter geradeaus. Aber das geht doch gar nicht. Weiter geradeaus. Oh, da ist eine Mauer. Weiter geradeaus. Du Wolle, ich glaube, irgendwas ist nicht in Ordnung mit deinem Findus 3000. Ach, so ein Mist. Ich fürchte, du hast recht, Pferd. Hey, da vorne ist ein Zirkus, da können wir doch mal nach dem Weg fragen. Ja, super Idee. Bitte wenden. Wir sind gleich wieder da, Günni. Ist gut, ich warte. Pferd, guck mal da, Clowns! Ja. Oh, guck mal, der kann Feuer spucken. Na, beim zerknitterten Badhaar meines heutigen Großvaters, mein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie lange soll das denn noch dauern? Ja, kleinen Moment, ich hab's gleich. Warte, ich helf dir, Margot. Der kann doch nicht mal seinen Tisch alleine aufbauen. Oh, und das will ein Zauberer sein? Oh, ich krieg gleich Warzen an den Ohren. Sind drei Schweine und sind froh, tralalalala. Wir landen immer auf dem Po, tralalalala. Selbst bei den größten Faxen fallen wir auf die Haxen. Tralala. Grimm? Ah ja, die Tierarztrechnung. Ja, ich weiß, Sie haben mich schon zweimal gemahnt. Nächste Woche bekommen Sie das Geld. Ja, ganz bestimmt. Ja? Gut. Danke. Oh, beim zerfransten Rattenschwanz meines heutigen Großvaters.
Was ist denn das für eine Nummer? Wie, du jetzt halt auch mal auf ihm rumzuhaken. Lotta? Papa, Fido macht die Margo ganz nervös. Halt dich da raus. Aber... Halt dich da raus. Hast du schon mal den Ziegen sauber gemacht? Nee, mach ich gleich. Dann machst du das besser jetzt. Roberto? Ja? Wir brauchen Futter für die Tiere. Da kannst du mir etwas Geld geben. Allein die Ziegen brauchen... Verdammt noch mal, Olga, ich kann mich jetzt nicht auch noch um das Futter kümmern. Lass dir selbst was einfallen. Okay. So, jetzt noch mal zu euch. Hier ist aber ganz schön dicke Luft. Ja, da hast du recht. Keine Sorge, wir kriegen das schon hin. Ja, wir Schweine haben Schwein, tralalalala. Wir sind zum Glück auch nicht allein, tralalalala. Die Welt liegt uns zu Füßen. Normalerweise klappt die Nummer. Kommt nicht wieder vor. Hey, Beppo, du musst besser aufpassen. Noch was du nicht sagst. Stopp. Das reicht. Was? Packt eure Sachen und verschwindet. Was, Papa? Das kommt bestimmt nicht wieder vor. Ja, wir waren nur ein bisschen abgelenkt. Die Nummer taugt überhaupt nichts. Ich kann euch hier nicht gebrauchen. Oh, Papa, das kannst du nicht machen. Lotta, misch dich da nicht ein, ja? Ja, aber... Das ist doch gemein. Ja. Los, ihr habt gehört, was der Chef gesagt hat. Mach die Fliege, die Flatter, raus. Ja, aber Direktor Grimm... Beweg die Haxen. Sonst mach ich euch Dampf unterm Hintern. Olga. Roberto, überleg es dir nochmal. Was ist dein Zirkus ohne Clowns, hm? Lieber keine Clowns als schlechte Clowns. Und das gilt für alle hier. Wenn ihr morgen Abend nicht euer Bestes gebt, dann können wir einpacken. Ist das klar? Habt ihr verstanden? Genau, so sieht's aus. Und jetzt wird weitergeprobt. Ich krieg gleich Warzen am Po. Wer lässt denn hier einfach die Keulen liegen? Los, an die Arbeit, ihr Anfänger. Hey, Chef. Gute Rede. Härte und Disziplin sind hier genau das Richtige. Entschuldigung. Wer seid ihr denn? Was macht ihr hier? Also wir... Ihr habt hier nichts zu suchen. Wir haben uns verfahren. Können Sie uns vielleicht sagen, wie wir zu den Messehallen kommen? Zu den Messehallen? Da seid ihr hier völlig falsch. Habt ihr denn kein Navi? Naja, schon. Kommt mal mit raus. Hallo, alles klar? Jo, wir kommen gleich, Günni. Wunderbar. Was ist das denn? Ein sprechendes Klo? Ja, das ist unser Freund Günni. Wo müssen wir denn jetzt lang? Ich glaube, ich krieg Warzen auf den Augen. Das Klo macht Seifenblasen. Ja, sieht toll aus, oder? So was habe ich ja noch nie gesehen. Ja, wie auch immer. Ihr fahrt da vorne die Straße runter, dann rechts bis zur Kreuzung und ab da ist es dann ausgeschildert. Ja, dann wissen wir jetzt Bescheid. Danke, tschüss. Vielen Dank. Also dieses Klo? Ja, das Klo hat was. Das wäre eine Riesensensation für unseren Zirkus. Hä? Ja, ich mach dann mal weiter. Bei der zerfurchten Stirn meines räudigen Großvaters, da ließe sich doch vielleicht was machen. Oh nein, auch das noch. Wir haben kein Benzin mehr. Oh, guck mal, Wolle, da ist eine Tankstelle, die können wir doch nehmen. Ja, so ein Glück. Oh ja. Puh, gerade
noch. So, darf ich heute tanken? Ja, klar. Hier. Und reicht. Oh, guck mal, da gibt's Sandwiches. Sollen wir uns da nicht ein klitzekleines von mitnehmen? Na klar. Günni, brauchst du auch was? Meint ihr, die haben da drinnen auch Klosteine? Vielleicht. Jungs, seid ihr schon wieder zurück? Was ist hier los? Moment mal! Halt! Hilfe! Och, sieht das köstlich aus, dieses Doppelmöhren-Sandwich. Fair! Günni ist weg! Das gibt's doch nicht! Was? Wo ist Günni? Aber vorhin war er doch noch hier. Ja, und jetzt? Günni! Günni! Günni? Der kann doch nicht einfach weg sein. Aber was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung, Pferd. Hier muss irgendwas passiert sein. Aber was? Und dann sind wir aus dem Tankstellenladen gekommen und Günni war auf einmal weg. Aha. Ja, wir haben überall nach ihm gesucht. So, so. Ich fasse zusammen. Ein Klo, weiße Keramik, blauer Plüschdeckel, Name Günni, stand auf einem Anhänger mit einer Flasche Blubberfix, war plötzlich spurlos verschwunden. Ja, vielleicht ist er ja entführt worden. Sie müssen ihn unbedingt finden. Entführt. Ein Klo. Wir sehen mal, was wir tun können. Hm? Ja, und was? Wir werden die Augen offen halten. Und wenn wir eurem Klo irgendwo begegnen, dann melden wir uns. Was? Das ist alles? Ja, ich denke, abwarten ist bei verschwundenen Toiletten wohl das Beste. Weit kann er ja nicht gekommen sein. Aber... Komm, Pferd, ich glaube, das hier hat keinen Sinn. Sachen gibt's. Die gibt's nicht. Was ist denn, Fido? Ich hab zu tun. Oh, ich hab eine super Überraschung für Sie, Chef. Da kriegen Sie Stielaugen. Kommen Sie, kommen Sie. Hier, gucken Sie mal unter die Plane. Was soll denn da sein? Hallo? Ist da wer? Wo bin ich hier? Fido, was hast du? Du hast das Klo geklaut? Oh, wer sagt denn, dass ich's geklaut hab, Chef? Ich hab's nur, nennen wir es, ausgeliehen. Das kannst du doch nicht machen. Aber wieso denn nicht? Sie haben doch selbst gesagt, das Ding wäre eine Sensation für uns. Das seifenblasenmachende Klo. Die Leute werden das Zelt stürmen und die Kasse wird klingeln. Bin ich genial oder was? Das Klo könnte uns vielleicht helfen. Stimmt schon. Das ist unsere Rettung, Chef. Also gut. Aber sorgt dafür, dass niemand etwas davon merkt, verstanden? Geht klar. Hilfe! 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 Oh. So, jetzt aber mal Ruhe hier im Karton. Aber was habt ihr denn mit mir vor? Das wirst du schon noch früh genug erfahren. Jetzt halt mal den Deckel auf der Schüssel, verstanden? Sonst stell ich dir nämlich das Wasser ab. Nein, bitte nicht. Dann hör auf zu schreien. Kapiert? Oh nein. Mensch, Wolle. Was sollen wir denn jetzt nur machen? Die Polizisten haben uns überhaupt nicht geglaubt. Ja. Ich weiß auch nicht, Pferd. Ich versuche jetzt noch mal ganz doll nachzudenken. Moment. Ja.
Ich hab. Ja? Ja, wir fragen Günni um Rat. Der hat doch sonst auch immer eine Idee. Pferd? Oh, nee. Der ist ja gar nicht da. Dann weiß ich auch nicht weiter. Mal überlegen. Was macht man denn sonst, wenn jemand verschwunden ist? Ha, ich weiß, Pferd. Wir machen Plakate. Plakate? Ja, Suchplakate mit Günnis Bild drauf. Irgendwer hat den bestimmt gesehen. Oh, und dann können die uns anrufen. Oh, oh ja, super Idee, Wolle. Ja. Schnell. Ja. Fertig. Oh, toll. Ja. Jetzt müssen wir die nur noch überall aufhängen. Na dann los. Ja. Ja. Sprechendes Klo. Wer bist du denn? Ich bin Günni. Wie gut, dass du mich gehört hast. Diese Ratte hat mich von der Tankstelle entführt. Ratte? Hat Fido das gemacht? Ja, ich glaube, so heißt die. Und dieser Zirkusdirektor. Was, mein Papa? Nee, das kann nicht sein. Der ist dein Vater. Dann gehörst du auch mit dazu. Nein, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Aber ich werde dich hier raus und versprochen. Ich gehe gleich zu meinem Papa und besorge den Schlüssel. Ist gut, aber beeil dich. Meine Freunde machen sich bestimmt schon große Sorgen. So, das ist ja auch noch nicht bezahlt. Papa! Lotta, was ist los? Warum habt ihr Günni hinten im Wagen eingesperrt? Wen? Das Klo. Ja, das, Ja, wieso eingesperrt? Das ist doch nur ein Klo. Genau. Wir fragen die Ziegen ja auch nicht, ob sie bei uns auftreten wollen. Was kann sprechen wie ein Mensch? Wo habt ihr das her? Das, geht dich gar nichts an. Ja, schon klar, dass es deine Idee war, Fido. Du hast es entführt. Wo ist der Schlüssel? Das Klo bleibt, wo es ist. Fertig. Was? Papa? Wir brauchen morgen Abend eine Sensation. Etwas, was die Leute noch nie gesehen haben. Und das wird das Klo sein. Lotta, wenn wir das Zelt nicht vollkriegen, dann kann ich hier dicht machen. Gut gesagt, Chef. Ihr seid doch selbst daran schuld, dass hier nichts funktioniert. Und wenn du den anderen nicht immer so einen Druck machen würdest. Und aufs Trapez setzt du mich auch nicht mehr. Ich könnte. Lotta, es reicht. Du weißt, das Thema ist ein für alle Mal vom Tisch. Ich möchte nicht, dass du auch noch abstürzt. So wie Mama. Ja, seit Mama tot ist, bist du so anders. Und was ist jetzt mit dem Klo? Das Klo bleibt, wo es ist. Und Schluss. Dann gehe ich eben zur Polizei. Was? Hab ich Warzen auf den Ohren? Oder hast du gerade Polizei gesagt? Mädchen, wenn du da hingehst, dann machen sie den Zirkus dicht und dein Vater landet im Gefängnis. Willst du das etwa? Ne, doch sicher nicht. Ihr seid alle so... Ich! Ach! Lotta! So, Mann, hoffentlich hilft das. Ja. Irgendjemand muss ihn doch gesehen haben. Och, der arme Günni. Günni? Ich weiß, wo euer Günni ist. Was? Du? Wirklich? Hey, du bist doch das Mädchen aus dem Zirkus. Ja, Lotta. Ich bin Wolle und das ist Pferd. Ja, und du weißt, wo Günni ist? In einem Gitterwagen, bei uns im Zirkus. Mein Vater und Fido haben ihn eingesperrt.
Was? Aber wieso denn? Sie wollen ihn zwingen, dass er bei uns im Zirkus auftritt. Oh. Los, Wolle, wir holen die Polizei. Nein, auf keinen Fall die Polizei, bitte. Sonst kommt mein Papa ins Gefängnis und dann bin ich ganz allein. Aber wir müssen doch Günni befreien. Ich werde euch helfen. Zusammen schaffen wir das bestimmt. Na dann, los! Jo! Hallo, ist da wer? Günni! Wert, Wolle, bin ich froh, euch zu sehen. Ja, und wir erstmal. Ihr müsst mich hier rausholen. Schnell. Ja, nur wie kriegen wir das Schloss auf? Oh, ist doch kein Problem. Das beiß ich einfach durch. Oh, das ist doch nicht so einfach. Wert, probier mal den Stein hier. Ja. Geht auch nicht. Oh, auf das Schloss hauen. Oh, Wolle, du bist ein Genie. 1, 2, 3. Au. Au. Leise. Sonst werden wir entdeckt. Also mein Großonkel, der war ja mal als Gefängnisklo auf der Insel Alcatraz und... Ach, Günni, nicht jetzt, bitte. Um ihn rauszuholen, haben seine Kumpels einen Hubschrauber gemietet, von oben ein Loch in das Gefängnisdach gesägt und ihn dann rausgeangelt. Gut, was? Ein Hubschrauber? Durch das Gefängnisdach? Nicht schlecht! Aber das bringt uns ja jetzt hier auch nicht weiter. Hey, vielleicht sollten wir es mal mit diesen Seilen versuchen. Pferd, mach mal das Seil an den Gitterstab. Und du, Lotta, das hier an den daneben. So? Ja, ganz genau. Und wenn wir jetzt ganz feste ziehen, dann können wir vielleicht die Stäbe auseinanderbiegen. Okidoki. Zieht! 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 Das ist aber ganz schön rutschig hier. Oh nein! Was ist denn hier los? Schnell weg! Und du? Ich lass mich schon irgendwas einfallen. Beeilt euch! Keine Sorge, Günni. Wir kommen zurück. Ist gut, Jungs. Lotta, was machst du hier? Du wolltest bestimmt das Klo befreien. Was? Und wer waren die anderen hier? Welche anderen? Ich wollte Günni nur Wasser bringen. Ja, sicher. Und ich wollte mein Fell rosa färben. So ein Quatsch. Du gehst jetzt sofort in den Wagen. Marsch! So, und jetzt hör mal gut zu, Klo. Morgen wirst du hier auftreten. Hier im Zirkus. Hast du verstanden? Was? Ich? Ganz genau. Und wenn du dich weigerst, dann siehst du deine Freunde nie wieder. Aber... Und jetzt will ich nichts mehr von dir hören. Sonst mach ich dir einen Knoten ins Rohr. Klar? Und jetzt denn? Wie können wir Günni nur da rausholen? Hoffentlich haben die uns nicht erkannt, als wir versucht haben, Günni zu befreien. Moment mal. Das ist es. Das ist die Lösung, Pferd. Hab ich was gesagt? Sie dürfen uns einfach nicht erkennen. Hä? Was? Wir verkleiden uns als Artisten. Und bewerben uns beim Zirkus. Und zwar als stärkstes Schaf der Welt. Und ich gehe als fliegendes Pferd. So erkennt ihr uns nie. Oh, klasse. Los, schlag ein. So erkenne ich allerdings auch nicht besonders viel. Ach komm, das wird schon gehen. Los. Oh, warte, doch das... Hey, komm. Oh. Thank you.
Stopp! So ein unfähiger Haufen. Habt ihr immer noch nicht kapiert, wie viel von der Vorstellung heute Abend abhängt? Es geht doch auch um eure Zukunft. Was ist bloß mit Papa los? So wird das doch nichts, wenn er alle immer nur anschreit. Ich erkenne ihn auch kaum wieder. Er macht sich bestimmt große Sorgen wegen dem Geld. Und wie das weitergehen soll mit unserem Zirkus. Ja, aber warum lässt er mich denn nicht auftreten? Er weiß doch, was ich kann und ich habe echt viel geübt. Aber seine Angst, dich auch noch zu verlieren, ist einfach zu groß. Ich weiß. Aber was er da macht, das ist einfach nicht in Ordnung. Er hat mit Fido... Lotta, kannst du mir bitte helfen? Die Plakate müssen noch aufgehängt werden. Ja, okay. Gut, gut. So, das war das Letzte. Die größte Sensation der Welt. Oh, Papa, das kannst du nicht machen. Du musst Ginny freilassen. Ich will nicht, dass du sowas machst. Es geht nicht anders, Lotta. Die Plakate hängen in der ganzen Stadt. Ich kann jetzt nicht mehr zurück. Und wenn alles gut läuft, dann geht's vielleicht wieder bergauf, hä? Mit unserem Zirkus. Ja, gibt's nicht noch einen anderen Weg? Ich muss jetzt wieder rein. Fido, altes Rattengesicht, wo steckst du? Mist. Meine Augen werden auch nicht besser. Aber was steht denn da? Also, da steht, die größte Sensation der Welt. Wer seid ihr zwei denn? Wir? Na ja, wir sind Artisten. Ja, genau. Ich bin das stärkste Schaf der Welt. Und ich bin das fliegende Pferd. Ach ja? Na dann herzlich willkommen im Zirkus Grimm. Eine tolle Attraktion könnten wir dringend gebrauchen. Kommt mal mit. Volle Pferd? Wie seht ihr denn aus? Was habt ihr vor? Wir haben uns verkleidet. Guck mal. Wir wollen uns bei deinem Vater bewerben. Als Artisten. Hier, vielleicht können wir Günni so besser befreien. Was denn? Was befreien? Also, eine von den Ziegen hat sich losgemacht. Also, befreit. Aber ich habe sie schon wieder eingefangen. Aha. Und wer seid ihr beiden Vögel? Tja, also wir wollen in ihrem wunderschönen Zirkus auftreten. Wir sind das stärkste Schaf der Welt und das fliegende Pferd. Wir haben es voll drauf. Ihr zwei. Ja, das möchte ich sehen. Lotta, kümmerst du dich bitte um das Popcorn für heute Abend? Jetzt? Okay. So. Zeigt mal, was ihr drauf habt. Ich bin Pferd. Ich bin das fliegende Pferd. Und ich fange dann mal an. Wolle? Ja. Was das? Oh, Chef, der ist echt komisch. Da kräuseln sich mir ja die Barthaare. Alle mal hier hinschauen. Jetzt kommt Wolle, das stärkste Schaf der Welt. Okay, ihr seid zwar nicht stark und fliegen könnt ihr auch nicht, aber ihr seid engagiert. Als Clowns.
Oh. Ja. Wir brauchen eher Ersatz für die Schweinchen. Hallo, ihr zwei. Ich bin Olga. Hallo, Olga. Wir sind Wolle und Pferd. Was steht ihr denn hier so rum? Es gibt noch viel zu tun. Los! An die Arbeit! Wo ist es denn? Wo hab ich's denn? Imago! Es kann doch nicht so schwer sein, ein olles Kaninchen aus dem Hut zu zaubern. Also, ich glaube, der da, der könnte deine Brille wirklich gut gebrauchen. Oder bist du jetzt nicht nur alt, sondern auch noch blind? Imago, probier's mal hier mit. Oh, danke. Endlich kann ich wieder richtig sehen. Und ich jetzt auch wieder. Da bist du ja. Na also, geht doch. Und jetzt erst mal eine kleine Käsepause. Lotta! Hey, Lotta! Es hat geklappt! Super! Ja, wir sind dabei! Als Clowns! Dein Vater fand uns super lustig! Ja, und habt ihr schon einen Plan? Ja, wir machen es, wie Günni gesagt hat. Hm. Wir holen ihn durchs Dach raus. Ja. Dafür brauchen wir allerdings eine scharfe Säge. Ja, also, bei uns im Wagen ist eine. In Papas Werkzeugkasten. Ah. Aber der steht direkt neben Fidos Schlafplatz. Gibt's denn nichts, womit wir ihn ablenken könnten? Doch, ich glaube, da gibt's was. Naja, das Schönste auf der Welt sind doch die Pausen. Vor allem, wenn alle anderen arbeiten. Ist da wer? Hab ich mich wohl geirrt. Was denn das? Regnet das auf einmal hier Popcorn? Da. Salzig, genau meine Sorte. Heute ist wohl mein Glückstag. Oh, da noch eins. Da muss ich nur herkommen. Komm, Wolle, die Luft ist rein. Okay, dann holen wir uns jetzt die Säge. Wolle, Pferd, gut, dass ihr da seid. Ihr ahnt nicht, was diese schreckliche Ratte mir angedroht hat. Wenn ich heute Abend nicht auftrete, dann dreht Fido mir die Spülung ab. Ich will endlich raus hier. Oh, keine Panik, Günni. Guck mal, was wir haben. Eine Säge? Pferd, Wolle, ihr seid großartig. Jetzt machen wir es genauso wie bei deinem Onkel in Alcatraz. Wir holen dich übers Dach raus. Ach, manchmal sind meine Geschichten ja doch zu was gut. So. Ganz schön hart das Dach. Ich lass mich doch von diesen Galoppen nicht einschüchtern. Für solche Leute trete ich bestimmt nicht auf. Meine Ur-Ur-Urgroßmutter war schließlich Cloan d'Arc und die hat sich auch nicht einschüchtern lassen. Jetzt nur noch ein kleines Stück, Pferd, dann haben wir's. Oh nein. Was ist passiert? Das wüsste ich auch ganz gern, was hier gerade passiert. Ihr Clowns, kommt da sofort runter. Was habt ihr da oben zu suchen? Hm?
Ach da, ja, das war wegen unserer neuen Nummer. Chef, die beiden haben versucht, ein Loch ins Dach zu sägen. Nein, nicht! Hey! Das sind doch die beiden, die nach dem Weg gefragt haben. Die Freunde von diesem Klo. Wir müssen sie einsperren. Schnell! Papa, nein, lass sie in Ruhe. Oh, hast du Warzen am Hirn? Dachtest du, wir lassen uns von diesen beiden Anfängern hier einfach unsere Sensation klauen? Das ist nicht eure Sensation. Das ist unser Freund Günni. Genau. Dann werdet ihr eurem Freund jetzt mal Gesellschaft leisten. Ihr lasst mir keine andere Wahl. Aber. Ja. Oh nein, jetzt ist alles aus. Schnell, kommt alle mit raus. Ich brauche unbedingt eure Hilfe. Was ist passiert? Fido und Papa wollen Wolle und Pferd einsperren. Aber wieso denn? Sie haben auch schon ihren Freund Günni eingesperrt. Das ist ein Klo und es kann sprechen und es kann sogar Seifenblasen machen. Und sie wollen ihn zwingen, heute Abend als große Sensation aufzutreten. Dass dein Vater so weit geht? Ja, Wolle und Pferd wollten Günni befreien, aber sie sind erwischt worden. Schnell, wir müssen ihnen helfen. Ja, aber die Vorstellung beginnt doch gleich. Und das Zelt ist so voll wie schon lange nicht mehr. Ach was, Vorstellung hin oder her. Wir werden jetzt woanders gebraucht. Super, kommt. Was wollt ihr denn hier? Endlich! Hilfe! Lotta, was soll das? Lass ihn sofort frei, Papa! Du hast ja keine Ahnung, was du da sagst. Oh, was fällt dir ein? Ist bei dir eine Sicherung durchgebrannt? Hey, lass mich sofort los! Seid ihr verrückt geworden? Roberto, ich glaube eher, du bist verrückt geworden. Was tust du hier eigentlich? Du darfst die beiden nicht einsperren und das Klo lässt du auch wieder frei. Sofort! Freilassen? Niemals! Oh, gib den Schlüssel her! Den Schlüssel bekommt ihr nie! Lass mich los! Na, warte! Gleich hab ich dich! Vorsicht, Fido! Nicht umdrehen! Hä? Wieso nicht? Ja. Wir haben ihn! Sofort raus! Nein! Halt! Nicht fressen! Das habt ihr jetzt davon! Wie wollen wir den Günni jetzt da rausholen, ohne den Schlüssel? Wozu habt ihr einen vielleicht alten, aber noch ganz brauchbaren Zauberer? Darf ich? Wir haben es geschafft. Danke, Imago. Danke euch allen. Endlich frei. Oh. Ein Glück. Können wir jetzt bitte nach Hause fahren? Ja, fahrt doch. Haut alle ab. Seid ihr jetzt zufrieden? Mit dem Klo, da hätten wir den Zirkus retten können. Die Zuschauer stehen Schlange. Alle wollen die große Sensation sehen. Aber die wird es dank euch ja jetzt nicht mehr geben. Dank uns? Wenn einer Schuld an dieser Situation hat, dann bist du es, Roberto. Weil du aufgehört hast, an uns zu glauben. Weil du nicht mehr auf dein Herz hörst. Chef, ich höre sie alle ein. Sondern lieber auf das dumme Geschwätz von Fido. Ja, genau. Ich war 20 Jahre lang an deiner Seite. Ich habe immer zu dir gehalten. Auch in den letzten schwierigen Jahren. Aber jetzt... Jetzt reicht es. Endgültig. Ich gehe. Ich komme mit. Lotta. Und ich auch. Selbst wenn mich in meinem Alter niemand mehr nimmt, in so einen Zirkus will ich nicht mehr arbeiten. Ja, wir gehen. Das reicht. Ja, dann verschwindet doch! Alle! Geh du vor. Ich komme gleich nach. Ja.
Was habe ich nur getan? Ich wollte doch nur, dass der Zirkus nicht zerbricht. Dass Lotta ihr Zuhause nicht verliert. Wenn du noch da wärst, dann wäre das alles nicht passiert. Olga hat recht. Das ist alles nur meine Schuld. Und vielen Dank nochmal, dass ihr uns geholfen habt, Günni zu befreien. Ist doch klar. Wo ist denn eigentlich Lotta? Hier bin ich. Ich werde hier bleiben. Ich weiß, mein Vater hat viel falsch gemacht, aber er ist doch mein Papi. Ich kann ihn nicht im Stich lassen. Und wir können Lotta und den Zirkus nicht im Stich lassen. Deswegen werde ich dir und euch allen jetzt helfen, den Zirkus zu retten. Das heißt, du wirst... Ja, das heißt es. Seid ihr dabei? Ja! 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 Meine Damen und Herren, sehr verehrtes Publikum, liebe Kinder, herzlich willkommen zur großen Sensationsshow im Zirkus Krim! Freuen Sie sich auf atemberaubende Artisten, komische Clowns, talentierte Tiere und eine ganz besondere Attraktion. Schön, dass ihr zurückgekommen seid. Ja! Was ist das denn? Das ist ja Applaus. Wie kann das sein? Euch wird das Lachen schon noch vergehen. Kommt eine junge Artistin voller Mut und Talent. Sehr verehrtes Publikum, richten Sie Ihren Blick bitte nach oben auf die wunderbare Lotta. Lotta! Oh, keine Sorge, ihr wird schon nichts passieren. Aha. Bravo! Lotta, du warst toll. Ich bin stolz auf dich. Danke, Papa. Bitte verzeih mir, ich habe so viel falsch gemacht. Ach nein, wie rührend. Ja, na wartet auf das große Finale. Ha! Da, das ist Fido. Der will unsere Vorstellung sabotieren. Los, Pferd, hinterher. Jo, den schnappen wir uns. Wo ist er denn nun? Liebes Publikum, nun wird es magisch mit unserem Zauberer Imago. Oh nein, da oben, das Kabel.
Gleich wird's hier stockduster. Imago! Imago! Sehr verehrtes Publikum, gestatten Sie mir nun, den einzig wahren Direktor des Zirkus Grimm vorzustellen, Roberto Grimm! Danke, vielen, vielen Dank. Aber dieser Applaus sollte nicht mir gelten, sondern meinen tollen Artisten und Künstlern. Bitte verzeiht. Ab jetzt werde ich wieder der Direktor sein, den ihr verdient. Und nun habe ich die große Ehre, unsere Hauptattraktion anzukündigen. Begrüßen Sie mit mir, Gönny! Das einzigartige sprechende Klo mit seiner fantastischen gestern im Zirkus. Und als dann Günni auch noch seine sensationellen Seifenblasen... Olle, Pferd, vergesst die Seifenblasen. Kommt mal her. Bist du das? Ja, ich bin jetzt der größte Entfesselungskünstler aller Zeiten, seht mal. Mit so viel Toilettenpapier war noch keiner umwickelt. Und jetzt werde ich mich direkt vor euren Augen befreien. Wow, klingt toll. Ja, leg mal los. Vielleicht könntet ihr mir netterweise etwas helfen. Müssen wir dich etwa schon wieder befreien? Nein, nicht befreien. Ihr sollt mir einfach nur ein bisschen assistieren. Eine tolle Nummer. Damit kannst du direkt wieder im Zirkus auftreten. Ja, genau. Und zwar als der große Clodini. Ja, das ist gut. Clodini. Tu das Ding weg. Ich sehe nichts. Tu es weg. Du bist so ein Depp. Am besten, wir kommen noch mal rein, ja, oder? Ja, es ist nichts passiert. Nichts passiert. Lass laufen.